Jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich Helgard hat ja noch andere schöne Sachen. Man kann etwas ganz Tolles aus alten Büchern machen. Helgard, erzähl mal dort, du hast das schon mal da wie Kerzenteil? Aus alten Büchern kann man wirklich eine Menge machen. Ich esse dabei mal eine kleine Praline. Macht das. Ihr seht zum Beispiel, da hinten steht eine riesengroße Kerze. Da unten ist eine kleine Kerze. Und zwar überlege ich immer, die große Kerze habe ich wirklich aus Fabien-Katalogen gemacht. Dazu brauchte ich wirklich, also wenn ihr zu Hause... Wir nennen mal keine Namen, aber nein, wir können keine ja Namen. Schlagen. Dicke Kataloge. Mhm. Da habe ich zwei Kataloge gefaltet und habe die dann zusammengesetzt und dann einfach eine Keramikflamme oben reingebracht. Hier unten ist auch ein kleiner Katalog, wenn ihr das seht. Wir stellen die dann wieder hin. Jetzt. Und da habe ich aber wirklich bloß eine halbe Kerze draus gemacht, die auch immer sehr schön ist. Die könnt ihr dann einfach an die Wand stellen. Mhm. Ja? Ja, so, und dann hast du... Oder ihr stellt einfach eine Kerze mitten in den Raum. Und ich möchte euch einfach bloß mal ganz kurz zeigen, wie man das macht. Mhm. Man nimmt sich ein altes... Und die ist jetzt auch so fertig, oder? Ich habe sie jetzt so fertig gemacht. Also ja, sie sieht mal anders aus, sie ist nicht nur rund. Mhm. Du kannst sie natürlich auch komplett rund machen, ne? Ja. So, und dann nehmt ihr alte Bücher, die ihr habt, die wirklich... Die Kerze musst du leiten. So, gut. Mhm. Und dann könnt ihr einfach nur so falten und legt die dann sauber rum. Ach, und das macht ihr. Ich falte sie jetzt doppelt, dass die schmaler ist. Dicker aussieht. Wir können auch mal gleich gucken, wie das aussehen würde, wenn wir sie bloß einfach falten. Dann brauchst du mehr Buch. So brauchst du vermutlich weniger Buch. Sie ist jetzt aber auch dann schmaler. Ja, du siehst so es ja selber, wenn wir sie dann schon hinstellen. Ja. Seht ihr das schon? Mhm. Ja? Ja, das stimmt. Mhm. So, und wenn wir die jetzt einfach bloß einmal falten. Kann man auch machen, dann braucht ihr aber wirklich viel mehr an Büchern. Und ihr seht auch selber, egal was drauf ist, sieht sie dann total unterschiedlich aus. Aber wird eben auch ein bisschen anregend, weil man... Ja, ja, und vor allem, ihr könnt die auch sprühen. Ach, also cool, ich habe jetzt hier, die zum Beispiel ist wirklich rot gesprüht, mit einem Sprühlack. Mhm. Und den kriegt ihr im Baumarkt? Den kriegt er in jedem im Baumarkt, den kriegt er oder auch in Hobbyläden? Ja. Ich kaufe wirklich im Baumarkt. Ah, okay. Und so, schaut mal. Hm, und wenn ihr die dann stellt, ne, dann sie wird natürlich größer. Also ja, wir haben hier mal ein Beispiel, genau, wo es nur klein ist und hier würde sie größer werden. Mhm. Und das macht ihr im Grunde genommen mit dem ganzen Buch und achtet darauf, dass ihr wirklich faltet. Also ich habe dann meistens einen Spatel und es wird immer noch mal richtig runtergezogen, dass die dann auch wirklich nachher stehen und so bleiben. Und du musst die hier nicht innen noch mal festkleben. Das bleibt, das steht schon so. Also steht du musst hier das nicht noch mal festkleben. Man könnte die jetzt auch alle rausziehen einzeln. Nee, die kannst du nicht rausziehen, weil wir hier hinten haben wir ja noch, die ist ja noch mit dem, wie nennt man das? Ja, ich meinte jetzt, das ist richtig, aber du könntest die Falte so aufmachen. Die könntest du aufmachen. Du könntest das jetzt, ich verstehe schon. Du könntest jetzt zum Beispiel, jetzt hier zum Beispiel lesen. Ja, aber das wollen wir, schön, so, cool. Ja, verstehe. Und dann faltest du sie einfach wieder nach innen. Also deshalb schön fest falten. Genau, das ist die Zauberformel. Steht die wieder. Genau. So. Und man kann es wie hier, dann hinten, wenn man nur die Hälfte hat, nochmal was Schönes bekleben und hat dann eine halbe. Ja. Und die Flammen mache ich dann einfach aus Karton. Und man kann dann überlegen, ob man die Seite mit dem Glitzi nimmt oder aber so rum in Silber. Und da hast du ja auch noch mal ein bisschen besprüht hier, dass das so ein bisschen schick aussieht. Ja. Genau. Toll. Und oder eben, wie du es hier gemacht hast mit Keramik oben. Das ist natürlich dann die Königsklasse. Ja, das ist die hat nur nicht jeder da, aber hier hast du entweder kaufst du die oder du kannst die aus luftgetrockneten Ton, kannst du die selber fertigen. Und dann besprühst du die und dann hast du genau das gleiche. Oder hier Wellpappe ist einfach und unkompliziert. Ja.
Ja. Und so kriegt man auch alte Bücher weg und das Vergilben kommt ja dann mit der Zeit von allein. Das ist richtig. Und vor allem habe ich festgestellt, Eltern, die kleine Kinder haben, die zu Weihnachten nicht eine echte Kerze anzünden möchten, ne? Da ist dann die meiner einfach nur dieses Gefühl, wir haben eine Kerze da und es ist weihnachtlich und die Kinder können sich nicht die Finger verbrennen oder so. Genau, wirkt noch mal Ja. schön.